Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News vom 18.11.2019. So Leute, wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann used gerne im Item Shop den Creator Code zur Fotogleich.tv. Dann auf Annehmen drücken und dann unterstützt uns kostenlos und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, wir schauen in den heutigen Item Shop rein und da sehen wir, okay, das war's, war jetzt, nee, komm, wir gucken uns das Ding an. Also, fangen wir mit der Pizza Party an. Pizza, Pizza, Party, Party für 200 V-Bucks. Das Teil kriegt von mir 9 von 10. Der sofort als absoluter Pizza-Fanatiker hat sich das Ding auch schon gegönnt. Jo, da gucken wir doch mal ganz kurz in die Votings von euch rein. Da hätten wir derzeit 4,38 von 5 bei, jetzt habe ich hier Mist gemacht, 4,38 von 5 bei 13 Votes am 23. September 2019. Das erste Mal drin gewesen. Das vierte Mal jetzt. 8 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 38 Tagen am 11. Oktober. So. Weiter geht's mit dem Zusammenreißer. Ich finde den persönlich nicht so toll. Für 200 V-Bucks kriegt von mir 5 von 10. Der Teil hat hier ein Voting von 3,36 von 5. Bei 33 Votes am 3. Juni 2019 das war drin gewesen. 7x 38 Reminders jetzt mal im Shop vor 31 Tagen am 18. Oktober. Weiter geht's mit dem Straßenstürmer für 1200 V-Bucks. Leg dich ins Zeug. Ja, sieht nicht so schlecht aus, das Teil, aber auch nicht mega geil. Kriegt von mir 6 von 10. Ja, 6 von 10 müssten reichen. Und da hätten wir folgendes Voting. Oh mein Gott. 1,86 von 5 bei 7 Votes. Das ist nicht gut. Jetzt das zweite Mal im Shop. 4 Reminders. Das letzte Mal im Shop am 9. Oktober. Dann sind wir bei der Magma-Lackierung. Die habe ich dem Herrn sofort damals gegönnt. Die einfach nur cool ist. Für 700 V-Bucks. Spielt er heute noch. Macht ihm auch Spaß. 10 von 10 für den Magma. So, Magma hat hier folgendes Voting. 4,46 von 5 bei 52 Votes am 29. März 2019. Das erste Mal drin gewesen. Das neunte Mal jetzt 150 Spielmeilen. Das letzte Mal im Shop am 21. Oktober 2019 vor 28 Tagen. Jo, dann sind wir bei dem Extraterrestrial angelangt. Das Teil ist so strange und mega cool auf der anderen Seite, dass es echt geil ist. Ding kriegt auf jeden Fall von mir 9 von 10. So, dann sind wir hier auch bei folgender Bewertung. Wir haben hier 4,03 von 5 bei 37 Sports am 8. Juni 2019. Das ist erstmal drin gewesen. Das 9. Mal jetzt 44 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 27 Tagen am 22. Oktober. Jetzt kommen wir zu der Raufbolden für 1200 V-Bucks. Dieser Marine-Skin, ich finde den persönlich nicht schön. Haben sie auch meiner Meinung nach eine der hässlichsten Skins rausgesucht, also No Skins als Basis dafür. Kriegt von mir 4 von 10 die Raufbolden. Und die hat hier folgendes Voting. 3,44 von 5 bei 50 Votes am 3. November 2017 das erste Mal schon drin gewesen. 26 Mal jetzt. 39 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 22 Tagen am 27. Oktober. Jetzt kommen wir zu diesem Set hier. Dann gehen wir gleich mal hier zu diesem Pressluft-Hacker. Fangen wir mit dem an für 500 V-Bucks. Ich weiß nicht, was das sein soll. Das Ding hier kriegt von mir auch nur 4 von 10. Das ist nicht schön. Der Jack Spammer hat folgendes Voting. 2,48 von 5 bei 29 Votes am 9. November 2018. Das erste Mal drin gewesen. 11 mal 2 Reminders. Das letzte Mal im Shop am 9. Oktober vor 40 Tagen. Weiter geht's mit dem Flauschsegel. Ja, Style sind einfach nur zwei verschiedene japanische Zeichen hier oder chinesisch oder was weiß ich, was sind es hier. Kriegt von mir
5 von 10. Ich kann auch damit nicht wirklich was anfangen. Jo, sind wir bei 3,33 von 5 bei 30 Worts am 9. November 2018. Das letzte Mal drin gewesen. Das 11. Mal jetzt 3 Reminders. Letztes Mal im Shop. Auch vor 40 Tagen. Dann haben wir den Schlappohr Flapjackie in den zwei verschiedenen Styles. Ich finde die dunkle Version deutlich viel cooler. Ich finde auch den dunklen den dunklen Hasen viel cooler. Den gibt es nämlich auch so. So ein bisschen psychomäßig. Teil kriegt auf jeden Fall von mir jetzt dadurch, dass es diesen neuen Style gibt, 8 von 10. Flapjackie hat hier folgendes Voting: 3,49 von 5 bei 107 Votes am 9. November 2018. Das erste Mal drin gewesen. Jetzt das 11. Mal 141 Reminders. So, und dann hätten wir noch den Growler, den Knurrer. Auch hier fand ich die normale Version nicht gut. Aber diese dunkle Version total gut. Finde ich richtig cool, das Teil. Und auch der kriegt in dieser schwarz-weißen Version und gerade mit diesem Ding hier hinten drauf, das sieht nämlich auch dann crazy aus, kriegt das Ding von mir auch 8 von 10. Der Growler. Man darf nicht vergessen, dass der lange Zeit eben nur in diesen anderen Styles verfügbar war und da war das Voting mit Sicherheit dann auch noch schlechter. 3,12 von 5 bei 67 Votes am 9. November 2018 ist erstmal drin gewesen, jetzt auch wieder das 11. Mal, 38 Reminders. Jo, weiter geht's jetzt hier mit, wo sind wir denn? Sind im nächsten Set. Da hätten wir zur Auswahl die Disco-Trubel-Kugel, also die Picke da, für 1500 V-Bucks. Der sofort mag die lieber als ich. Ich mag die eigentlich gar nicht so, muss ich sagen. Mir ist die alles viel zu viel bling-bling. Und kriegt von mir deswegen 6 von 10. Disco-Trubel. Ich glaube, der Herr sofort würde viel, viel mehr geben. So, und da haben wir folgendes Voting. 4,27 von 5 bei 33 Votes am 31. Dezember 2017 das erste Mal drin gewesen. Das 19. Mal jetzt 30. Reminder, das letzte Mal im Shop vor 66 Tagen am 13. September. Jo, dann kommen wir zu dem Funky Kommando. Funky Orbs. Und der sieht halt mal richtig crazy aus, ne? Crazy Man. Ich finde den irgendwie total durchgeknallt. Cool Dance steht hinten drauf auf seinem Gürtel. Jo, hat sogar zwei Gürtel an. Falls mal irgendwie es da unten zu dick wird, dann ne, mal wenigstens zwei Gürtel zur Sicherheit. Ne? So, also Funky Kommando kriegt von mir 7 von 10. Und Funky Kommando, der Funky Ops. Funk Ops hat hier folgendes Voting: 3,66 von 5 bei 62 Votes am 31. Dezember 2017 ist erstmal drin gewesen. Das 21. Mal jetzt 32 Miners. Weiter geht's mit der Disco Diva. Achso, wir haben ja noch die Kugel hier hinten. Genau. So, gucken, ne, bei der Kugel gibt es keine Styles. Die Kugel ist die Kugel. So. Und so sieht die Kugel aus. Guck mal, wenn ich das so drehe, wird es langsamer. Wenn ich so. Guck, so. Jetzt sieht es fast aus, als würde es stehen bleiben. So. Disco Diva ist die nächste. Sorry für diesen Ausraster. Disco Diva finde ich cooler. Kriegt auf jeden Fall von mir 8 von 10. Als der Funk Ops. Und das auch da hinten. Guck mal, da kann man auch so. Zip. Ja, bin ich ein bisschen verspielt, sorry. Cooler Haarschnitt, Lady, nice, kriegt von mir, wie gesagt, 8 von 10. Schauen wir mal, wie das Voting ausgefallen ist. Da haben wir 4,15 von 5 bei 79 Votes am 31. Dezember 2018, das erste Mal drin gewesen. Das 7. Mal jetzt, 23 Reminders, jo. Ja, dann kommen wir auch schon zum letzten Set in diesem Shop für heute. Dann sind wir hier bei dem Farbenballon für 1200 V-Bucks. Ich finde das Ding so durchgeknallt, dass ich das auch schon wieder geil finde. Also irgendwie kriegt das Ding von mir 9 von 10. Sorry, das ist einfach nur
crazy. Und wenn es so crazy, dann finde ich es irgendwie schon wieder cool. So, 3,96 von 5 bei 23 Votes. Am 19. Februar 2019 ist erstmal drin gewesen. Sechste Mal, jetzt 14 Reminders. Ja, das letzte Mal im Shop am 11. September vor 68 Tagen. Dann sind wir bei dem... Muss, Moment, ich wollte erstmal hier bei der Regenbogenwucht. Da wollte ich weitermachen. Ja, normalerweise müsste es ja auch solche Effekte da geben. Es kommt immer drauf an, wie hoch die Einstellungen sind. 1500 V-Bucks. Guck mal, das Auge folgt mir. Da guck, 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 guck. Da guckt er mich an. Und wenn ich nach da drehe, guckt er nach hinten. So, jetzt müsste er eigentlich durch seinen Schädel durchgucken. So, Regenbogenwucht für 1500 V-Bucks finde ich mega geil. Nicht so geil wie das Donnerross, aber fast so geil. Kriegt von mir 9 von 10 die Regenbogenwucht. Und hat hier folgendes Voting. 4,68 von 5 bei 65 Votes am 23. Februar 2018 ist erstmal drin gewesen. Das 18. Mal jetzt. 156 Reminders. Jo, dann sind wir jetzt auch schon bald soweit. Jetzt kommt noch der Farbenbomber. Der Farbenbomber ist ein Kult-Skin par excellence für 1200 V-Bucks. Mega geil, das Teil. Kriegt von mir definitiv ganz klar 10 von 10. Und hat hier folgendes Voting. Wir sind bei 4,36 von 5 bei 137 Votes am 15. Dezember 2017 ist erstmal dran gewesen. Das 48. Mal jetzt. 215 Reminders. Jo. Ja, Leute. Und jetzt kommen wir zum allerletzten Item für heute. Das ist hier der Farbenkanonier für 1500 V-Bucks. Den finde ich persönlich eigentlich auch ganz cool. Nicht so cool wie den Farbenbomber, aber auch ganz cool. Kriegt von mir 7 von 10. Und hat hier folgendes... Nein, das ist ja nochmal die. So, gehen wir hier rein. Hat hier folgendes Voting. 3,26 von 5 bei 74 Votes am 29. April 2018. Das erste Mal drin gewesen. Das 15. Mal jetzt. 73 Reminders. Jo, da sind wir auch schon soweit jetzt durch mit dem Shop. Jetzt muss ich dem Ding ja noch eine Bewertung geben. Dann gucken wir mal ganz kurz, wie schaut es denn hier überhaupt aus. Wir haben 1070 Love It's, 966 It's Meh und 2384 Hate It's. Ja, so, jetzt muss ich erst mal hier wieder zurück und dann gucken wir mal. Also auf der rechten Seite ist Magma geil. Extraterrestrial cool, Pizza Party cool, der Rest Schrott. Also nicht so wirklich gut. So, dann auf der linken Seite bin ich jetzt auch nicht so hammer begeistert von den Items. Also nicht so wirklich. Ja, dann würde ich mal sagen, dann mache ich jetzt mal einfach folgendes. Und jetzt muss ich echt überlegen. Also Love It fällt schon mal ganz weg. So, it's meh oder hate it, it's meh oder hate it, it's meh oder hate it, ich sage hate it. Sorry, dieser Shop kriegt von mir ein hate it, damit bin ich hate it, Nummer 2387. Ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare. Benutzt unseren Creator-Code sofort, du gleich, TTV, wenn ihr uns unterstützen möchtet, das wäre echt cool von euch. Ja, und schaut das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn Gleich.